Die Frankfurter Eintracht braucht noch genau einen Punkt, dann steht sie schon im Achtelfinale der Fußball-Europa League. Und der soll geholt werden, mindestens mit einem Unentschieden. Morgen Abend beim Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul. Klingt erstmal leicht, aber Eintracht-Trainer Oliver Glasner ist nicht unbedingt komplett happy mit dieser Konstellation. Das hat er gerade vor dem Abflug in die Türkei auch klar gemacht. Denn er fürchtet, dass vielleicht so ein bisschen der Schlendrian Einzug halten könnte. Zuletzt war das ja der Fall aus seiner Sicht bei der Niederlage in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Personell kann Oliver Glasner eigentlich fast auf alle zurückgreifen. Leider hat sich Jesper Lindström im Abschlusstraining einen Schlag abgeholt, ist ein bisschen mit Oberschenkelproblemen jetzt hier in Frankfurt geblieben, ist also nicht mit in der Türkei, wird aber auf jeden Fall für die Partie am Sonntag dann hier zu Hause gegen Leverkusen wieder zur Verfügung stehen. Kevin Trapp, der auch gerade eben hier bei der Pressekonferenz vor dem Abflug dabei war, sagte uns, er freut sich auf diese Partie in Istanbul auf jeden Fall, denn wenn das Achtelfinale da schon klar gemacht wird, dann wäre das für die Mannschaft eine Riesenbelohnung und für die Fans natürlich auch, die dann ein Achtelfinale im März erleben würden.